Schönen guten Tag, Herr Connor. Es ist schön, Sie hier auf der Sternpunktbehandlung in 110 KV-Netzen zu interviewen. Als Mitglied des Programmausschusses haben Sie uns bestimmt eine ganze Menge zur Sternpunktbehandlung zu sagen. Ja, vielen Dank. Wir haben hier eine Tagung zum Thema Sternpunktbehandlung, das ein Thema ist, bei dem im Normalbetrieb keiner davon weiß, welches Verfahren eigentlich verwendet wird. Das Besondere ist, im Normalbetrieb interessiert es keinen. Im Störungsfall hat aber diese Sternpunktbehandlung einen entscheidenden Einfluss darauf, wie sich Netze verhalten, wie die Reaktionszeiten sind, wie die Ausfalldauer ist. Und in dieser Welt verändert sich vieles dramatisch. Wir haben immer noch die Grundlagen vom Ohmschen Gesetz und vom Petersen, aber neue Techniken stehen uns zur Verfügung und wir diskutieren hier, wie man die praktisch einsetzen kann zum Nutzen vom Betrieb, zum Nutzen der Kunden, der Verbraucher. Die Betreiber und die Planer von Versorgungsnetzen, von Übertragungsnetzen, die brauchen technische Lösungen für extreme Schadensszenarien. In dem Zusammenhang spricht man von Resilienz. Können Sie uns erklären, was das bedeutet? Ja, natürlich. Die Grundbedingungen sind die gleichen. Man guckt zunächst auf die elektrische Versorgung, das elektrische Netz. Aber wir haben in der heutigen Zeit der Vernetzung natürlich die Situation, dass der eine vom anderen abhängt. Und deshalb beginnen wir, die Stärken der Netze auszubauen und gucken auch auf Nachbarsysteme wie Gas, Wasser, Strom, Verkehr und behandeln das im Gesamtzusammenhang. Der Teilnehmerquerschnitt dieser Veranstaltung ist ziemlich interessant. Wir haben hier zwei Fachausschüsse, einmal aus dem Bereich der Informationstechnischen Gesellschaft und aus dem Bereich der Energietechnischen Gesellschaft. Die arbeiten konzeptionell sehr eng zusammen. Was machen die genau? Wir haben hier Gruppen, die aus verschiedenen Bereichen kommen, die auch lernen müssen, erstmal miteinander umzugehen. Wir leben in einer Welt, wo man unterschiedliche Fachbegriffe hat. Wir müssen uns abstimmen, wir müssen die technischen Lösungen, aber auch eben die Erklärungen, was man mit den einzelnen Verfahren machen kann, voneinander lernen, miteinander lernen. Das Thema Miteinander lernen, das ist in Ihrer beruflichen Laufbahn, glaube ich, international immer schon ein Thema gewesen. Stichworte wie CIRET, IEC, CENELEC, die Norm 60, 80, 70, was verbirgt sich da alles dahinter? Ja, Sie sprechen da einen Punkt an, der mich in meinem Berufsleben sehr getrieben hat. Das ist das Arbeiten über Grenzen hinaus, Nachbarn zu verstehen, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Und das fing ja mal an mit einer VDE 141 Übererdung, die wir dann eingebracht haben in Brüssel zu einer, die wir erstmal hier in eine Norm zum Errichten von Starkstromanlagen integriert haben, die wir dann eingebracht haben in Brüssel zu einer europäischen Norm und dann weiter zu internationalen Standards. Dieses Arbeiten mit anderen Kollegen, anderen Fachberaten, anderen Ländern, anderen Kulturkreisen, das gefällt mir, das macht mir Spaß. Ja, das merkt man, wer Sie kennt, der sieht, wie dynamisch Sie gewesen sind. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön seitens des VDEs und auch der Energietechnischen Gesellschaft und der Informationstechnischen Gesellschaft. Nun stehen Sie kurz vor Ihrem Unruhestand. Gibt es da schon einige Pläne? Natürlich, das mal zu machen, was man bisher nicht konnte, zum Beispiel viel Golf zu spielen, sich um die Familie zu kümmern. Aber natürlich ist auch in der Agenda drin, ich möchte IEC und CENELEC nicht Ade sagen, da wird es Termine geben, wo ich mich da weiter einbringe. Das ist ein gutes Thema. Ich weiß schon einen, 28. und 29. November 2017 in Bonn im WCC, der ETG-Kongress, die Energiewende geht weiter. Beiträge können Sie noch einreichen bis Mitte März. Herzlichen Dank für das Interview, Herr Connor. Dankeschön.